In deiner persönlichen Chronik unter dem Punkt Freunde findest du auch die Punkte Abonnenten und Abonniert. Unter Abonniert findest du die Auflistung aller Personen und Seiten, die du abonniert hast. Unter Abonnenten im Rückschluss dann eine Auflistung der Personen, die die öffentlichen Beiträge deiner persönlichen Chronik abonniert haben. Doch wie stellst du das ein, wer dich oder besser gesagt deine öffentlichen Beiträge deiner persönlichen Chronik abonnieren darf? Das zeige ich dir jetzt. Dafür gehst du oben rechts auf den Dropdown-File, wählst dann den Punkt Einstellungen, gehst dann auf der linken Seite auf den Punkt öffentliche Beiträge. Der oberste Punkt ist jetzt, wer mich abonnieren kann. Und du hast jetzt die Wahl zwischen öffentlich und Freunde. Jeder deiner Facebook-Freunde abonniert automatisch alle deine öffentlichen Beiträge. Also ist diese Einstellung so ein bisschen fake, sage ich jetzt einfach mal. Denn du kannst nicht verhindern, dass deine Freunde wenigstens deine öffentlichen Beiträge mitlesen. Du kannst also hier nicht umstellen auf privat. Keiner darf es irgendwie lesen. Du kannst nur die Wahl treffen, entweder deine Freunde dürfen die öffentlichen Beiträge lesen oder jeder. Das wäre dann öffentlich. Wenn du dann eben dich entschieden hast für öffentlich, bedeutet das, dass jeder, auch diejenigen, die nicht mit dir auf Facebook befreundet sind, deine öffentlichen Beiträge deiner persönlichen Chronik abonnieren dürfen. Das war's zum Thema, wer darf meine öffentlichen Beiträge auf Facebook abonnieren.